Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Creed Origins. Jetzt kämpfen wir mit der geilen Aya, die Klinge der Göttin. Ja. Okay. Erreiche den Eingang zum Grab. Okay, ja dann. Was wollt ihr Jungs? Kann man mit ihr auch? Ah, Schätze kann man trotzdem mit ihr finden. Ja. Ah, hier geht's runter. Du siehst, hier geht's runter. Das ist eine Sackgasse, meine Herrin. Ich sehe selber nach, nur für den Fall. Wirklich? Du beleidigst unsere Arbeit. Wir haben alles versucht. Das bezweifle ich. Zerbrochene Speere. Diese Römer haben wirklich alles versucht. Okay. Sie hatten recht. Dieser Weg ist wirklich versperrt. Er ist versiegelt, aber... Das Erdbeben hat wohl die Struktur verändert. Aber... Hier haben wir noch was. Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie aussieht. Es muss einen Weg geben. Herum! Na, dann gibt es ja. Das hier ist viel enger als die Höhlen westlich von Sigmar. Damals cool. Waren wir auch kleiner. Da hast du recht, Baby. Immer noch Erkundungsgebiet. Aber... Ich weiß nicht. Hier ist nix. Hier ist nix. Hoppla. Wohin jetzt, meine Liebe? Ja, das kann ich auch nicht so genau sagen. Hier durch. Nee. Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Wir schon. Gibt's da hier auch Schätze? Also ich meine, in Kanalisation gibt es oft Schätze, habe ich gehört. Also. Hoppla. Das habe ich wohl übersehen. Naja. Immerhin. Tja, wo der Bayek ist, das weiß ich nicht. Da haben wir ja schon mal ein bisschen was zum Klauen. Bayek ist nicht mehr da. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist keine gute Sache. Wenn der Bayek schon weg ist, das ist nicht gut. Oh. Das war ein großes Krokodil. Alexander der Große. Geil. Jawohl. Na, angeblich hat man sein Grab nicht gefunden und... Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Eventuell. Was du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Versprochen. Diese Zeichen hier unten, sie handeln von Siva, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König, König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab?
Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Diese okay. Bilder an der Wand. Hier ist noch was zum Klauen. Seine Geburt. Er war Makedonier. Ein Grieche, der zum Ägypter wurde. Wie ich. Das wusste ich. Er hat unsere Pharaonen eingesetzt. Die Dynastie der Ptolemäer, die Ägypten ruiniert haben. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja echt gut, Leute. Aber lass mich vorher noch mal ein bisschen das hier klauen, ey. Ah. Den Tannenbaum soll man auch erst wegschmeißen, wenn er abgeputzt ist. Deswegen. Okay. Was macht denn die eigentlich? Dahinter. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Okay. Alter. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Cäsar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mein Cäsar, unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Holy die Soldaten shit. Haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Oh. Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Alter. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden. Ja, habt ihr. Es mit der gesamten Garnison aufzunehmen, wird nicht leicht. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein Wohlüber... Ja, vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wo geht wäre ich gerne an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Okay. Okidoki. Kann man die auch mit dem Pferd? Jawohl, die hat ein eigenes Pferd. Geil. Genau so gehört sich das. Da drin, nehme ich mal an. Yay. Ich muss sagen, die beherrscht diesen Rundlauf auch sehr gut. Interessant ist, dass ich immer genau dann geschrieben kriege, wenn ich am Zocken bin. Den ganzen Tag schreibt mir keiner und ja, und dann auf einmal kriege ich eine Nachricht nach der anderen. Also
Naja. Hey, was? Naja. Ich ruf die Truppen. Oh oh. Kein Schwerpunkt. Adelphos, Ärger hier. Alter, wo bist du denn? Okay. Okay, wo sind die Boten? Kann mich jemand einfach töten? Bringt es endlich zu Ende! Ich komme, um dich zu retten. Was? Stirb, du Wurm! Wir
Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius. Sie plant, den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht? Das ist sinnlos! Eine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin der Löwe. In die Falle locken. Wer ist der Löwe? Alter, wie viele sind denn da noch? Dann sagten sie, sie kommen nach. Wohin? Wohin? Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Okay. Das heißt jetzt, ich muss dem den ganzen Weg tragen, Alter. Nee, oder? Ich brauche jetzt ein Pferd. Ja. Ein Königreich für ein Pferd, oder was, ja? Von mir aus. Nicht verfügbar, was soll das heißen? Okay. Das war's, Stern. Oh, seht nur, die Gürtelträger sind wieder da. Geht zurück nach Rom. Alter. Nicht da. Alter. Der blöde Palast, Alter. Was geht hier vor? Wieso sind alle so wütend? Das weiß ich auch nicht. Kleopatra oder ihr Bruder? Beide erlauben den Schwimmen. Ich gehe zum Serapeum. Okay. Beten ist unsere letzte Hoffnung. Haben wir den da abgeliefert, oder? Ihr habt loyale Männer, Caesar. Okay. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Okay. Flavius, Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Okay. Wenn wir Pharos Licht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Caesar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Die ist richtig krass. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Okay. Die ist mal richtig krass. Die Klone. Der wichtigste Teil des Plans. Aber wer ist der Löwe? Leg dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Hm. Und nun
Lass die Schlacht toben. Okay. Aya. Wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Oha. Okay, ja, mach es. Jetzt bin ich aber hoffentlich wieder mit dem Bayek unterwegs, ey. Die Aya ist zwar ganz nett, aber die hat nicht so gute Skills wie der Bayek. Dafür sind die Gegner auch leichter. Ich rieche Krieg! Oh, shit! Wir setzen unsere Königin auf den Thron! Du bist die Einzige, die einen Thron verdient! Oh, oh. Gib mir das Pulver. Caesar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu. Hm. Beweis ihm das Gegenteil, Liebste. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Vorsicht. Hier sind viele Wachen. Okay. Hier rüber. Oh oh. Oh oh. Okay. Und wieder mit ihr. Hm? Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Wie weit wir da überhaupt hochkommen. Willst du da nicht hochgehen? Hallo? Okay. Zerquetsch mal einer diese Lotusblüte. Wie konnte sie so weit kommen? Halt, kleine Frau! Tötet sie, damit wir uns um echte Probleme kümmern können. Diese römischen Malakas. Meine Klinge ist gekränkt. Ich sag's ja, die hat nicht so die Skills. Und dann gehen Level 31 Gegner. Ist schon nicht so einfach. Hier geht's rein. Jetzt kommt's. Oh, shit. Ich wusste doch, dass ein Skarabäus meinen Turm hochklettert. Oh, scheiße. Du
Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich von einem der Ältesten geschenkt bekomme. Hey! Vielleicht behalte ich dich. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hin fort! Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. Alter. Ich hab den platt gemacht. Den kleinen Mongi. Oh oh. Hey, und jetzt? Die hat auch irgendwie ein ganz anderes Kletterverhalten, finde ich. Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Wie in Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet? Oh, shit. Jetzt lädt's. Ja. Keine Ahnung. Ptolemäus Männer brechen durch. Nein, wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Caesar. Ja, Mann, habt Geduld. Alle erjagt er ist. Komm, wir ziehen auf das Schlachtfeld. Okay. Decke den Rückzug. Viele haben an Eier gezweifelt und alle sind durch ihre Klinge gefallen. Okay. Hey! Geht aus dem Weg. Halt dich fest. Fahrt nach links. Reitet er selber, ist oder? So schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot. Konzentriert euch aufs Lenken. Ich halte sie auf Abstand. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Hinter uns, Mann! Zieh nach hinten! Hey. Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann ja, arbeite schneller! Hallo! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre, dass noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter!
Ich habe eine Idee. Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los. Der Leuchtturm nähert sich schnell. Wir müssen uns wirklich beeilen. Wirf fester. Okay. Haben wir es jetzt gepackt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann. Tja, hey. Holy shit. Man wird Lieder über uns singen. Und jetzt, auf zu den Schiffen! Wir werden Helden des Schwerts und Verstands! Okay, das wird, glaube ich, der Endkampf sein. Mit dem Schiff. Und das mit den Schiffen kann ich gar nicht. Oh! Was? 3 Tage lang haben die jetzt gefeilt oder was? Alter. Wie krass. Was haben die auf einmal für ein Schwert, Alter? Irgendwie. Ihre Linie geht über 3 Stadien. Laut unseren Spekulatoris führt Portinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Portinus. Ad Victoriam! Du sagst es, mein Junge. Hast du schon wieder so lange lädt, ey? Oh! Hallo! Hey! Keine Angst, Kumpel, ich helf dir doch. Okay, dann töten wir mal den Bastard. Er hat einen Kriegselefant. Okay, in dem Fall würde ich sagen, kleinen Zwischenspeichern. Bis gleich.